Grüß Gott und willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Magazin Spirit. Evangelii Gaudium, so lautet der Titel des ersten apostolischen Schreibens von Papst Franziskus über die Freude am Evangelium. Die Kirche soll nicht um sich selbst kreisen, sondern aus sich herausgehen, so schreibt der Papst. Die Kirche soll bis an die Ränder der Gesellschaft gehen, dorthin, wo das Licht und das Leben des Auferstandenen am meisten fehlen. Dafür aber braucht man Kraft und Mut und Kreativität, die man sich zuvor im Gebet holen muss. Pfarrer Leo Tanner aus Jonschwil in der Schweiz hat dazu eine Pfingstnovene entworfen und ist heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Tanner. Grüß Gott, ich freue mich, da zu sein. Papst Franziskus hat das Stichwort der Freude seinem ersten apostolischen Schreiben als Titel gegeben. Wie würden Sie persönlich den Grund unserer Freude, die aus dem Evangelium herrührt, formulieren und auf den Punkt bringen? Ich würde es ganz einfach sagen, ich bin so, und zwar genauso wie ich bin, unendlich geliebt. Das ist die wunderbare Botschaft, die Botschaft der Freude. Und wie begründet Papst Franziskus die Freude, die aus dem Evangelium kommt? Er begründet sie meines Wissens genau gleich, nur zeigt er auch noch auf, dass eben Dinge da sind wie Sünde, dieses bittere Negative, diese Trennung von Gott, dass wir von dem zuerst gelöst und erlöst werden müssen, damit die Freude wirklich in unser Herz hereinfließen und uns erfüllen und beglücken kann. Der Papst gibt in seinem Schreiben sehr viele Beispiele aus der Bibel, aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Kann man vielleicht sagen, dass das Christentum eine Religion der Freude ist? Ja, natürlich. Es heißt ja Evangelium, Frohbotschaft. Das Evangelium ist eine frohmachende Botschaft Gottes und das Evangelium will Freude bringen und Freude bewirken. Nun schreibt der Papst, dass die heutige Gesellschaft sehr viel tut, um uns Vergnügungen aller Art anzubieten, es aber nicht wirklich schafft, Freude zu erzeugen. Worin besteht denn der Unterschied zwischen Vergnügen und Freude? Vielleicht kann man es ganz einfach so formulieren, Vergnügen kreist um sich selber, da ist das eigene Ich im Mittelpunkt. Freude ist Frucht von einer echten Begegnung, Freude ist Frucht von Hingabe. Und diese Freude nährt uns dann im Innersten. Sie haben nun dieses apostolische Schreiben Evangelii Gaudium sehr intensiv studiert, haben sich lange damit befasst. Würden Sie sagen, dass man darin auch so etwas wie einen persönlichen Stil von Papst Franziskus entdecken kann? Ja, natürlich. Es ist genau sein Herz, das man da herausspürt. Einmal die einfachen und ergreifenden Worte, wo eine Kraft drin ist und manchmal auch unglaublich starke Bilder, die einem bleiben und die einem berühren. Einige dieser Bilder werden wir sicherlich noch zur Sprache bringen, heute in unserem Gespräch. Der Papst ruft auf zu einer neuen Etappe der Evangelisierung. Warum brauchen wir gerade in unserer heutigen Zeit solch eine neue Etappe? Ich weiß nicht, ob man darauf überhaupt noch eine Antwort geben muss. Denn schauen wir doch mal die Gesellschaft an, schauen wir die Situation der Kirche an. Und da spüren wir, wie dringend es ist, dass dieser Geist Jesu Christi, diese Freude an Gott, diese Liebe zu den Menschen wieder neu in die Kirche kommt und wieder neu in die Gesellschaft kommt, damit die Menschen Heilung und Hilfe und Unterstützung für ihr Leben erfahren. Manche Beobachter sagen auch, dieses apostolische Schreiben sei so etwas wie ein Regierungsprogramm des Papstes. Würden Sie das auch so sehen? Ja, ich wünsche mir, dass es so aufgenommen wird, und zwar von der ganzen Kirche, denn es ist wirklich ein unglaublich großartiges Schreiben, wo sehr, sehr viel drin ist für unser Leben persönlich und auch für die Zukunft der Kirche und der Gesellschaft. Sie haben jetzt persönlich eine Pfingstnovene gestaltet, zusammen mit einigen Mitarbeitern, um den Menschen, den Gläubigen, dieses apostolische Schreiben näher zu bringen. Was war denn Ihre Absicht mit diesem Schreiben darüber hinaus? Die Absicht ist ganz einfach das, ich möchte mithelfen, dass diese Etappe der Neuevangelisierung zustande kommen kann. Das ist der einfache Grund.
Eine Novene zu beten ist nun etwas typisch Katholisches, 9 Tage hintereinander ein ganz bestimmtes Anliegen vor Gott zu tragen. Warum ausgerechnet eine Novene? Das hat sich so ergeben, weil in der Bibel auch von einer Novene die Rede ist. Die Novene, die vor Pfingsten stattgefunden hat. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, so lesen wir in der Apostelgeschichte, haben sich die Jünger, die Apostel, zusammen mit Maria und den Frauen versammelt und sie haben 9 Tage intensiv gebetet. Und als Frucht dieses Gebetes kam dann am Pfingsten der Heilige Geist in ganz neuer Weise auf sie herab. Das heißt, Sie nehmen sich das Geschehen, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben ist, zum Vorbild für Ihr eigenes Gebet, für Ihre Novene. Genau darum auch der Name Pfingst, Novene. Und eine Novene besteht ja ein Stück weit darin, dass man eben 9 Tage lang ausharrend, beharrlich im gleichen Anliegen betet. Und darum ist in einer Novene eben auch eine besondere Kraft und eine besondere Gnade enthalten. Papst Franziskus weist selbst auf die Bedeutung des Heiligen Geistes hin für die Neuevangelisierung. Er schreibt, ich zitiere, »Ich weiß, dass keine Motivation ausreichen wird, wenn in den Herzen nicht das Feuer des Heiligen Geistes brennt.« Also der Heilige Geist scheint ein ganz entscheidendes Moment in der Evangelisierung zu sein. Ja, natürlich. Schauen wir doch einfach mal die Apostel an. Die Apostel waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs, haben vieles erlebt und erfahren, Zeichen, Wunder. Sie hatten den allerbesten Lehrmeister, den es gibt. Sie haben ihn sogar als Auferstandener gesehen und erlebt. Aber es blieben Zweifel, Fragen, Unsicherheiten. Erst als am Pfingsten das Feuer des Heiligen Geistes kam, wurden ihre Herzen brennen, kam eine Sicherheit, eine Klarheit und eine Freude hinein. Und da sind sie dann hinausgegangen, um das Evangelium weiterzugeben. Und heute ist es genauso. Der Heilige Geist bewirkt das, damit wir mit Freude evangelisieren. Nun ist allerdings der Heilige Geist auch diejenige göttliche Person, von der wir nur relativ vage Vorstellungen haben. Jesus Christus kann man sich vorstellen als Menschen, aber der Heilige Geist ist etwas schwierig zu greifen. Wie kann man denn überhaupt eine Beziehung zu diesem Heiligen Geist aufbauen, wenn er so wichtig ist? Ich denke, jede Beziehung fängt damit an, dass man einen ersten Kontakt sucht. Ich möchte einfach sagen, laden Sie den Heiligen Geist jeden Tag ein. Komm, Heiliger Geist, führe mich, komm, erfülle mich. Komm mit deinem Feuer, mit deiner Liebe. Und dann achten Sie auf diese Impulse, die dann kommen, und folgen Sie diesen Impulsen. Dann werden Sie entdecken können, wie Sie in eine neue Beziehung zum Heiligen Geist hineinwachsen. Bei mir war es auch so. Irgendwann kam mal diese Sehnsucht auf, ich möchte das, und dann habe ich einfach immer wieder gebetet, komm, Heiliger Geist. Und da ist nach und nach wirklich etwas Neues gewachsen. Nun hat der Heilige Geist ein eigenes Fest, das Pfingstfest, das wir gerade schon angesprochen haben. Ist das dann eine Aufforderung, das Pfingstfest in ganz besonderer Weise zu begehen, ganz bewusst zu begehen, als Fest des Heiligen Geistes? Natürlich, und ich würde mir wünschen, dass Pfingstfest nicht nur ein Urlaubsfest ist, wie es so da und dort halt sich eingebürgert hat, sondern dass das Pfingstfest wie zum Fest der Neuevangelisierung werden würde, zu einem Fest, wo wir darauf vertrauen und beten, dass Gottes Heiliger Geist dieses Neue bewirkt, das wir heute in der Kirche, in der Gesellschaft, in der Welt so dringend brauchen. Alles aber soll der Evangelisierung dienen, und der Papst ruft die Gläubigen, ruft die Kirche auf, besonders auch die Fernen zu suchen, die Ausgeschlossenen einzuladen, die Distanzen zu verkürzen. Sie haben dieses Schreiben intensiv gelesen. Wie verstehen Sie das, diese Aufforderung des Papstes, die Distanzen zu verkürzen? Papst Franziskus spricht an einem Ort, die Kirche soll den Blick der Nähe geben. Das heißt, dass ich einmal da, wo ich bin, einfach die Menschen wahrnehme, anschaue, versuche zu erspüren, wie geht es ihnen, was bewegt sie und so weiter. Und dann verkürze ich die Distanz zu ihnen. Und natürlich gibt es dann auch Menschen, die die Berufung haben,
in Randgebiete hineinzugehen, wo man normalerweise nicht so reinkommt. Aber ich denke, der Hauptakzent liegt darum, dass da, wo wir leben, im Beruf, Gesellschaft, Hobbys, Vereinen und so weiter, dass wir da einen neuen Lebensstil oder einen anderen Lebensstil leben. Der Papst gebraucht an dieser Stelle eins seiner bildkräftigen Worte und spricht von dem Geruch der Schafe, die vor allem die Priester, den vor allem die Priester annehmen sollen, aber sicherlich auch die Gläubigen, die sich in der Evangelisierung engagieren. Was muss man verstehen unter diesem Geruch der Schafe? Geruch der Schafe, das heißt für mich zuerst einmal, man gehört zusammen, man hat den gleichen Geruch. Man merkt es, die gehören zusammen. Das heißt für Priester und auch für die Leute, die in der Evangelisierung tätig sind, dass sie diese Nähe zu den Menschen suchen, dass sie die Menschen spüren, der gehört zu uns, der nimmt sich uns an, der versteht uns. Das ist ja das, was man auch bei Papst Franziskus sieht, was er immer wieder auch so vorlebt, auch in seinem sozialen Engagement, in seinen Programmen, so zum Beispiel bei diesem Flüchtlingslager in Lampedusa, dass er hingegangen ist und gezeigt hat, ich bin mit euch, ich füge mit euch. Und für diese Nähe muss ich noch gar nicht unbedingt die Grundlage, die gemeinsame Grundlage des christlichen Glaubens haben, sondern gerade wenn ich zu den Fernstehenden hingehe, dann muss ich andere Gemeinsamkeiten entdecken und entwickeln und pflegen. Natürlich ist zuerst einmal das Anteilnehmen einfach am Leben des anderen. Sich interessieren für den anderen. Wie geht's dir? Was bewegt dich? Kann ich dir unterstützen? Oder vielleicht kannst du auch mir in irgendeiner Form etwas helfen, diese Beziehung aufbauen. Das ist das, was die Distanzen zum anderen verkürzt, was eine Verbindung schafft. Und auf dieser Verbindung heraus kann dann auch irgendwann die Botschaft des Evangeliums kommen. Manche werfen der Kirche ja vor, dass sie unter einer gewissen Milieuverengung leidet, dass bestimmte Milieus oder bestimmte Schichten der Gesellschaft von ihr gar nicht mehr erreicht werden. Brauchen wir da wieder mehr Offenheit, mehr Freude zum Experiment oder auch mehr Mut zum Aufbruch? Ich denke schon. Ich denke ja. Und dieser Mut zum Aufbruch fängt ja damit an, wenn in uns eine Liebe zu diesem Menschen, diesen Milieus oder diesen Randexistenzbereichen wächst. Die Liebe in unserem Herzen ist wie so der Weg, die Brücke zu diesem Menschen hin. Gehen wir mal ein bisschen auf den Inhalt Ihrer Novene ein. Sie haben also 9 Gebetstage gestaltet und greifen für jeden Tag bestimmte Aspekte aus dem Schreiben von Papst Franziskus auf. Es geht los mit der Freude. Was kann man denn tun, um die innere Freude, die ich selbst als jemand, der in der Evangelisierung tätig wird, um diese innere Freude in mir zu entfachen, stärker werden zu lassen? Geht das mehr über das Gefühl oder geht das mehr über den Verstand? Welche Möglichkeiten gibt es da? Ich glaube, die Freude wächst aus der Begegnung. Einmal aus der Begegnung ganz besonders mit Jesus Christus. Wenn er eine tiefe Freundschaft da ist zwischen uns Zweien, dann legt er in uns hinein diesen seinen Geist der Freude, mit dem er unser ganzes Leben erfüllen möchte. Und diese Freude wächst auch aus der konkreten Begegnung mit Menschen. Wir erfahren ja auch nach guten Begegnungen, dass wir innerlich erfüllt sind, genährt von Freude. Papst Franziskus unterscheidet auch verschiedene Bereiche der Evangelisierung. Sieht er besondere Dringlichkeiten, besondere Prioritäten der Evangelisierung? Ich glaube, es kommt bei jedem ja darauf an, wo stehe ich, was ist meine Aufgabe, was ist mein Platz. Und dass sich da durch einen Mentalitätswechsel, dass da wie dieses Neue des Evangelisierungs hereinkommt. Und Papst Franziskus nennt diese 3 Bereiche einmal von der Kirchgemeinde selber, dass da wieder mehr das Feuer des Heiligen Geistes sein soll. Dann von den vielen Menschen, die zwar getauft sind, aber wie die den Geschmack des Evangeliums nicht entdeckt haben, dann auch von den vielen Menschen, die Jesus nicht kennen, die das Geschenk des Glaubens nicht empfangen haben. An einem anderen Tag der Novene betrachten Sie die geistlichen Wüsten, von denen Papst Franziskus spricht in seinem apostolischen Schreiben. Was meint er damit? Eine Wüste entsteht, wenn kein Wasser da ist, kein Leben da ist. Und es gibt heute immer mehr
eben geistliche Bereiche, Orte, Gesellschaftsbereiche, wo dieser Geist des Evangeliums fehlt. Das können Arbeitsplätze sein, gesellschaftliche Bereiche sein, politische Bereiche sein, können sogar in einer Ehe kann es so sein, dass nur ein Partner aus dem Glauben heraus lebt. Und das sind dann solche schwierige Situationen. In dem Schreiben des Papstes spürt man auch eine gewisse innere Unruhe des Papstes. Er ruft die Kirche immer wieder auf zu einem neuen Aufbruch, zu neuer Kreativität, zu mehr Mut. An einer Stelle schreibt er sogar, die bequeme Regel, das wurde immer schon so gemacht, soll aufgegeben werden. Was verursacht diese innere Unruhe des Papstes? Haben Sie da eine Ahnung? Ich würde meinen, es ist seine große, große Liebe zu den Menschen und besonders auch zu den Menschen, die er oft auch als die Armen bezeichnet, nicht nur die Sozialarmen, sondern auch die geistlich Armen, die das Evangelium nicht kennen, diese Botschaft der Hoffnung, des Lebens, der Freude. Und ich glaube, diese Liebe ist es, die ihn dazu bewegt und drängt innerlich. Armut ist ja nicht immer nur materielle Art, sondern kann auch eine geistige Armut sein. Trotzdem, dieser Papst kommt aus Lateinamerika und ist durch den Einsatz für die Armen sicherlich geprägt. Welche Rolle spielt das soziale Engagement im Zusammenhang mit der Evangelisierung? Es geht bei der Evangelisierung darum, und das nennt er auch in einem Wort, das Reich Gottes sichtbar und erfahrbar zu machen. Reich Gottes heißt, dass Gott regiert in seiner Liebe. Und wo Menschen sich das Evangelium annehmen, da wächst in ihnen automatisch, und das sagt er auch, eine Liebe zu den anderen Menschen. Da muss man diese Liebe weitergeben. Und die ersten und wichtigsten Empfänger der Liebe, das sind nach dem Evangelium immer die Armen. Es ist ja eines seiner Stichworte, was ihr dem geringsten Bruder, der geringsten Schwester getan habt, das habt ihr mir getan. Der Papst spricht auch eine besondere Anerkennung aus für den Beruf des Politikers und sagt, gerade die Politik ist eine besondere Form der Nächstenliebe. Müssten sich die Christen wieder stärker in der Politik engagieren? Ich denke ja. Und zwar einfach deswegen, weil ja Politik eine sehr große Wirkung hat. Das kann eine Segenswirkung sein oder eben auch eine Unheilswirkung. Nun erfahren Christen oft aber Ablehnung in unserer heutigen Gesellschaft durch die Medien sehr stark, aber auch durch gewisse intellektuelle Kreise. Der Papst spricht davon, dass selbst manche Priester und Ordensleute eine Art von Minderwertigkeitskomplex entwickeln und sicherlich auch viele Gläubige, die es nicht mehr schaffen, christliche Standpunkte zu vertreten. Was kann man tun gegen diesen Minderwertigkeitskomplex? Ich denke, es ist ein Stück weit das, was Franziskus auch vorlebt. Er ist innerlich erfüllt, dass das Evangelium wirklich die beste Botschaft für alle Menschen in allen Situationen ist. Und diese innere Erfüllung, ich glaube, diese müssen wir immer wieder neu suchen. Wir müssen uns auch im Gebet stärken und auch von diesem Heiligen Geist erfüllen lassen, damit diese Gewissheit wächst. Auch die Gewissheit, dass eben das Evangelium wirklich die Botschaft ist, die die Menschen am allermeisten brauchen für das Heil und den Segen ihres Lebens. Der Papst weist in seinem Schreiben auch darauf hin, dass diejenigen, die sich in der Evangelisierung engagieren, zunächst einmal konzentrieren sollen auf den Kern des Evangeliums. Worin besteht denn dieser Kern des Evangeliums? Der Kern des Evangeliums besteht darin, ich glaube, er formuliert es auch so, Jesus liebt dich. Er hat sein Leben für dich hingegeben. Und jetzt ist er immer an deiner Seite, um dich zu erleuchten, zu unterstützen, zu befreien und zu begeben. Ich glaube, das ist die Grundbotschaft. Du bist geliebt. Er ist sogar Mensch geworden für uns. Er hat alles getan bis ans Kreuz. So sehr bist du geliebt. Diese Liebe muss einem Menschen ganz tief ins Herz kommen und ihm sagen, er ist jetzt da. Er unterstützt dich, er will dir helfen. Öffne dich ihm, öffne dich seiner Beziehung. Würden Sie dann zustimmen, wenn man sagt, der Kern des Evangeliums ist die Beziehung zu Jesus Christus, die vielleicht so
tief gehen kann, dass man von einer Art Freundschaft sprechen kann? Ja, noch viel mehr aus. Also eine tiefe Freundschaft, ein Herzensmiteinander. Ja, natürlich, ja. Herr Pfarrer Tanner, am Ende seines apostolischen Schreibens bringt Papst Franziskus die Gottesmutter Maria ins Spiel. Welche Bedeutung hat die Gottesmutter Maria für die Evangelisierung? Maria hat als Erste Jesus empfangen durch den Heiligen Geist. Maria war an Pfingsten dabei, hat diese Novene mitgebetet und als Mutter der Kirche ist sie auch heute betend dabei, um diese neue Etappe der Evangelisierung zu bewegen. Da bin ich überzeugt davon, ja. Und wie schlägt sich das in Ihrer Novene nieder? Ich habe hier in dieser Novene nach diesen 9 Tagen dann einen Abschnitt auch mit Maria beten, wo ich einige Hinweise gemacht habe, auch wie man das heute machen kann. Unter anderem auch einen Rosenkranz zum Heiligen Geist, wo man mit Maria um den Heiligen Geist beten kann. Sie haben auch einige eigene Gebete zum Heiligen Geist, sodass man mit dieser kleinen Novene ein richtiges Kraftpaket in der Hand hat, mit dem man gut ausgerüstet ist, um sich dann auf den Weg zu machen der Evangelisierung. Wo kann man denn diese Novene bekommen? Ja, am einfachsten ist es, wenn man auf meine Webseite geht und da unter Evangelisationsgebet, da gibt es die Hinweise über diese Pfingstnovene. Gibt es auch Gemeinschaften, wo man gemeinsam diese Pfingstnovene betet? Das gibt es sicher, aber sie sind mir jetzt nicht bekannt. Man kann aber auch alleine dieses Gebet beten und viel daraus für sich ziehen. Natürlich, es soll ja vor allem einmal eine Motivation bei mir selber geben. Und da kann ich ruhig mit 2, 3 anderen zusammenkommen und diese Pfingstnovene beten. Und es ist ja auch gedacht, dass man diese Pfingstnovene jetzt nicht nur diese 10 Tage vor Pfingsten beten, sondern immer wieder durchs ganze Jahr durch auch beten kann. Herr Pfarrer Tanner, welche abschließende Botschaft würden Sie uns mit auf den Weg geben? Ich würde ganz einfach sagen, bleiben wir doch jeden Tag dran, um diesen Heiligen Geist zu beten, für uns, für die Kirche. Und zwar bleiben wir so lange dran, bis diese neue Etappe der Evangelisierung auch in unserer Kirche im deutschsprachigen Raum Wirklichkeit geworden ist. Ich glaube, das lohnt sich und das freut unseren Papst Franziskus und natürlich den ganzen Himmel ganz besonders. In dem Schreiben des Papstes findet sich auch ein ganz bemerkenswerter Satz. An einer Stelle schreibt er, wo er sozusagen den Christen definiert: Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Ist das die Definition des Christen, des Jüngers Jesu Christi? Genau das ist die Definition und das ist auch eines dieser starken Worte vom Papst Franziskus, denn durch die Taufe haben wir ja alle Anteil bekommen an der Sendung Jesu. Darum ist das unsere Berufung, das ist unsere Definition. Papst Franziskus ruft die Kirche zu einem neuen missionarischen Aufbruch auf. Er wünscht sich missionarische Jünger. Und Sie, Herr Pfarrer Tanner, haben eine Pfingstnovene gestaltet, die diese Jünger ausrüsten soll und mit der nötigen Kraft ausstatten soll. Ich danke ganz herzlich für Ihr Kommen und für das Gespräch. Dankeschön, ja. Das war Spirit. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche Ihnen allen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit.